Hallo zusammen. Sigma für Nikon APS-C, die legendären drei, das 16er, das 30er und das 56er von Sigma, gibt es endlich auch für Nikon APS-C. Und in diesem Video sage ich dir, lohnen die sich? Ich habe im Vorfeld mit euch geschrieben und ganz viel Feedback eingesammelt. Und da kam immer wieder diese Frage auf, ja, aber ich habe doch das Kit-Objektiv, damit bin ich flexibel und das ist doch total praktisch, weil kleine Kamera zum Mitnehmen und so. Ja, da gehen wir drauf ein. Und das stimmt. Ich habe die Objektive jetzt ein paar Wochen gehabt. Ich habe mich auch mal wieder mehr mit der Kamera beschäftigt und die häufig mit dem Kit genommen und die eben nicht mitgenommen. Ich zeige aber gleich, was das Problem dabei ist und warum die halt so viel Sinn machen und versuche dir einen Anhaltspunkt zu geben. Lohnt sich das? Also gibt das wirklich einen markanten Mehrwert für deine Fotos, wenn du sowas nimmst statt dem? Und natürlich auch so ein bisschen versuchen zu zeigen, ja, wenn du nur eins nehmen möchtest, welches denn? Und das ist eigentlich egal, weil du nimmst nachher sowieso alle drei nach und nach. Ist nur die Frage der Reihenfolge. Ich erkläre dir warum. Das sind Leihgeräte von Sigma Deutschland, die ich nach dem Video auch schon lange zurück hätte schicken müssen. Ich weiß, ich habe eine Mahnung. Also ich kann die nicht behalten. So, Nikon APS-C bin ich ja immer am Schwärmen von. Ist schon ein bisschen älter, wir haben einen Testbericht dazu gemacht. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ich mache demnächst auch nochmal einen Langzeittestbericht. Aber wirklich eine schnuckelige Kamera, die mal aktualisiert werden könnte mit dem Autofokus. Aber davon abgesehen, wirklich eine tolle Kamera. Das Problem ist ein bisschen, es gibt von Nikon halt nicht viele Objektive dafür, beziehungsweise, ich glaube irgendwie, wo sind wir gerade, 3 oder 4 APS-C-Objektive, die alle nicht lichtstark sind. Sigma, Wildrox gibt es auch, bei mir auf dem Kanal, es gibt Wildrox-Objektive für Nikon, gibt es Videos zu. So, die Sigmas, was kriegst du denn dafür? Ich sag mal erstmal das Problem mit dem Kit-Objektiv. Ich zeige mal diese beiden Bilder. Weil das ist so ganz typisch. Ich war unterwegs mit dem Mountainbike, ich nehme die Kamera mit dem Kit-Objektiv, bin flexibel, ich habe aber auch das iPhone dabei, das iPhone ist griffbereit, die Kamera ist im Rucksack. Man sieht ja offensichtlich, welches das iPhone ist und welches die Nikon, oder? Also offensichtlich. Also schreit einen ja regelrecht an, der Unterschied. Nicht so richtig, oder? Und das ist ein bisschen das Problem mit dem Kit-Objektiv. Ja, man ist flexibel, das bin ich mit dem iPhone aber auch. Da habe ich weiter und kann auch problemlos weiter reinzoomen. Also ich bin eigentlich in beiden Richtungen teliger und weitwinkliger im Grunde, weil diese Mini-Linsen auf dem iPhone halt mit der sehr, 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 sehr guten Software so gut gerechnet werden, die Bilder, dass es für die meisten Anwendungsfälle, nicht wenn ich es riesengroß an die Wand hängen will, aber so für Instagram und Facebook und WhatsApp-Gruppe für die Schwiegereltern und so weiter, ja, da ist das iPhone natürlich gut genug. Und das ist das Problem mit dem Kit-Objektiv. So, lohnt sich das denn? Ist das hier nicht auch so? Ja, wenn ich an der gleichen Stelle gestanden hätte und das 16 mm genommen hätte, da wäre das gleiche Bild rausgekommen wie mit dem Kit-Objektiv. Da bin ich auf Blende 8 oder sowas und habe dann ungefähr den gleichen Bildausschnitt und beide sind scharf, da kommt das gleiche Bild raus. Das lohnt sich nicht. Aber wenn du bei dir zu Hause im Wohnzimmer bist, deine Kinder fotografierst bei wenig Licht, dann bist du mit einem Kit-Objektiv bei Lichtstärke 6, 7, also Blende 6, 7, bist du bei ISO, kennst du selbst, ISO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.000. Und hier mit nicht. Da bist du vielleicht bei ISO 800. Dann hast du ISO 800 statt ISO 6.000 und das sieht man dann natürlich schon. Plus Hintergrund freistellen. Und damit fange ich richtig an, das Review. Freistellen. Ich zeige mal diese drei Objektive und das Kit im Vergleich. Schalte mal ein bisschen die Bilder durch und achte mal auf den Hintergrund. Weil ich kann den gleichen Bildausschnitt kann ich mit dem Kit-Objektiv machen. Aber ich kann den Hintergrund halt nicht freistellen. Und dann halt eben die Lichtstärke 1,4 statt, je nach Zoomstufe, statt Lichtstärke Blende 6, sagen wir mal. Ne, das ist halt dann irgendwie gleich 4-5 Blenden Unterschied. Und das heißt halt eben, du kannst ISO durch 5 teilen. Ne, statt ISO 8000, statt ISO 800 hättest du ISO 4000. Also kannst freistellen, hast wenig ISO. Und hast halt diesen Vollformat-Look. Weil umgerechnet, gerade das 56er ist umgerechnet ein 85er 2.0. 85 mm auf 2.0 Vollformat, das ist zu offenblendig. Ein enges Porträt würde ich gar nicht so machen. Da würde ich sogar noch abblenden. Da würde ich hier auf 1.8 gehen oder so, weil sonst zu wenig Schärfentiefe ist. Hiermit hast du gar keine Schärfentiefe, wenn du nicht in den Makrobereich gehst. Also damit machst du Fotos, die kann man eigentlich nicht mehr unterscheiden zu einer Vollformatkamera. Also schwierig, das zu unterscheiden. Und das kannst du hiermit einfach nicht. Also die sehen nach Kit-Objektiv aus und die sehen auf Vollformat aus, wenn du die Blende aufmachst. Hat auch Nachteile, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann Bokeh. Wieder, mit dem Kit-Objektiv hast du kein Bokeh. Also klar hast du das, aber halt nur im Makrobereich. Ansonsten ist der Hintergrund ja der ist nicht unscharf und dementsprechend siehst du da auch keine Bokeh-Bälle in irgendeiner Weise oder sowas. Und die hast du hiermit natürlich doll. Gerade mit dem 85er hast du die sehr, sehr doll. Und auch häufig, also ganz normal, du machst einen engen Headshot, Porträt draußen, Herbstlaub und so weiter oder jetzt Frühlingsblüten, irgendwie Kirschblüten, dann hast du ein ganz, ganz tolles Bokeh. Und hiermit nicht. Das heißt, deine Fotos sehen tatsächlich, man kann immer sagen, das ist Quatsch und so weiter. Es geht doch um den Gesichtsausdruck, wenn du Menschen fotografierst. Und es geht darum, die Stimmung einzufangen. Ja, auch.
Aber du willst halt einfach auch mal schöne Fotos von deinen Kindern oder deinem Mann oder deiner Frau machen mit unscharfem Hintergrund, mit tollen Kirschblüten. Damit nicht. Das sieht man deutlich. Und sofort macht es viel mehr Spaß, weil die andere Person sofort sagt, oh toll, das sieht ja aus wie beim Profi, oh toll. Und schon hast du, ja, ich habe was Neues gelernt. Ist doch so, es klingt jetzt albern, aber wenn wir mal zurückdenken, wenn du fortgeschritten bist und denkst mal zurück an deine Anfänge, das war genau so, das ist bei jedem so. Man hat eine kleine Kamera, Kit-Objektiv in irgendeiner Weise, Kompaktkamera, wie auch immer, und irgendwann hat man mal eine große Kamera mit einer Festbrennweite und die Fotos sehen ganz anders aus. In dem Moment, wo man das Objektiv angeschnallt hat. Und sofort denkt man, ja, das liegt ja so ein bisschen auch an mir, ne? Oder? Also ist ja ganz normal. So, also ich kann freistellen, ich habe okay, Schärfe. So, ja, nein, das Kit-Objektiv ist scharf, das haben mir ganz viele geschrieben. Und das ist tatsächlich so, Kit-Objektive sind besser als ihr Ruf, das stimmt. Also es ist wirklich scharf, auch in die Ränder und so. Es ist ein gutes Kit-Objektiv, dafür, dass das so klein ist, ist das scharf. Aber es ist scharf bei Blende 6. Die sind schärfer bei Blende 1,4. Finde den Unterschied. Und das ist ein bisschen das. Also ja, das kann man nämlich sagen, für Landschaftsfotografie ist das doch gut. Also wenn du mit diesem Zoom-Bereich leben kannst, der ist ein bisschen eingeschränkt, klar. Aber ja, das kann man mal machen. Wenn du Landschaftsfotografie in der Sonne machst, dann kannst du das machen. Sobald du in der Dämmerung unterwegs bist, wie man das ja eigentlich macht mit der Landschaftsfotografie, geht das hiermit auch auf dem Stativ halt und so, ne? Aber Einschränkungen. Also mit denen kannst du natürlich, das sind nicht typische Landschaftsfotografie-Objektive, deswegen behandle ich das nur am Rande. Das kann man natürlich damit machen auf dem Stativ. Und häufig wirst du auch in der Dämmerung bei Blende 6, 7, 8, 9, 10 sein. Und gerade irgendwo am Wasser oder so, willst du ein bisschen glatt machen, Wasserfall im Wald. Klar kann man das damit machen. Und kein wirklicher Mehrwert gegenüber denen. Die kommen erst dann ins Spiel, wenn du freistellen möchtest, wenn du offenbar nicht damit arbeiten möchtest. Klar, Blende 8 sehen die gleich aus, mehr oder minder. So, dann was haben wir noch? Schärfe habe ich gesagt, Unterschied habe ich vor allem gesagt. Größe, jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil so die kleine Kamera nutze ich tatsächlich, deswegen, weil die so klein ist, deswegen nehme ich sie mit beim Mountainbike-Tour. Und wenn ich jetzt natürlich sowas ranmache, wie das 16mm, Sigma hat ein bisschen ein Problem. Die haben die Objektive genommen und einen anderen Anschluss ran gemacht. Die Objektive gibt es schon lange und ich zeige das. Sieht man das? So sieht man es gleich besser. Das geht halt so glatt hoch und dann hat es hier so eine dicke Wulst. Das liegt daran, weil der Anschluss von der Nikon APS-C halt so groß ist, ne? Falls du es noch nie gesehen hast. Ja, das ist dieser riesige Anschluss mit dem winzigen Sensor drinnen. Da kann Sigma nichts dafür. Die müssen ja, das muss ja nur mal daran passen. Das heißt, die Objektive können gar nicht winzig sein. Nichtsdestotrotz, das 56er im Vergleich zum 16er, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und das Ding, das 16er an der kleinen Kamera dran, ist dann schon irgendwie, da passt es wieder nicht mehr bequem. Irgendwie ist es wieder doof. Da muss schon fast wieder einen Fotorucksack haben. Während mit dem 56er, das geht auch bequem in die Handtasche. Und diese Kombination habe ich tatsächlich jetzt auch am meisten benutzt. Für private Sachen halt immer dabei und immer griffbereit und dann irgendwie Kind im Garten und so weiter. Dann mal schnell was damit gemacht. Weil, macht Sinn. Und das 16er benutze ich gar nicht. Also ich bin aber auch jemand, ich fotografiere nicht mit 24mm Vollformat, gar nicht. Ich filme jetzt mit 24, mache ich immer. Also zum Film, ganz klar, mega Empfehlung. Dazu habe ich auch mein eigenes Video gemacht, Film damit an Sony. Das 30er ist halt super flexibel, ist umgerechnet 45mm, 50mm Objektiv, mega flexibel. Kann man ganz, ganz viel mitmachen, habe ich an meiner Sony seit vielen Jahren und benutze ich auch immer mal wieder, weil halt so flexibel, so ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ich nehme mal die kleine A6400 mit dem 30mm, ja gut, das kann man machen. Aber wenn du nur eins kaufen möchtest, möchtest Porträts machen, das 56er, weil Hammer Unterschied, mega Unterschied, wirklich. Und ein tolles Objektiv. Fazit, lohnt sich total, habe ich glaube ich ausführlich gesagt. Es gibt Wildtrucksobjektive im ähnlichen Zoom-Bereich, auch für Nikon. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, liebes Nikon-Team, liebes Sigma-Team, das 16mm 1,8 statt 1,4. Da hättet ihr euch die Mühe geben können, das mal zu überarbeiten, weil es ist gut. Aber wie oft benutze ich das auf 1,4? Ja, irgendwie gar nicht, ne? Und auf 1,8 wäre es halt viel kleiner. Weil die Balance und so weiter stimmt halt irgendwie nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich halb so groß, hätte man das bauen können auf 1,8. 2,0 meinetwegen, auch 2,0 wäre noch gut gewesen, wenn es dafür halb so groß ist. Dann noch ein Problem, was ich ansprechen muss. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Du bist, ich zeige das Bild hier, so ein typischer Fall. Es war ein bewölkter Morgen, wir waren morgens, Ostermorgen, Ostereier suchen. Bewölkt draußen, kein Sonnenschein. Ich kann maximal ein 1/4000stel einstellen an der Nikon. Und dann kann ich nicht auf 1,4 arbeiten, weil einfach zu viel Licht reinkommt. Das liegt an der Kamera natürlich, da kann Sigma nichts dafür. Das heißt, du musst die draußen bei Tageslicht mit einem Graufilter verwenden. Oder du brauchst eine Kamera, die einen elektronischen Verschluss hat, wo du auf ein 16.000stel, 32.000stel gehen kannst.
Fuji ist da ganz stark drin, schon seit vielen Jahren, dass sie beides haben, mechanischen Verschluss und elektronischen Verschluss, und dann kannst du wechseln und dann kannst du halt auch auf Lichtstärke 1,4 arbeiten. Das geht mit mechanischem Verschluss bei so einer Kamera natürlich nicht. Die großen Kameras haben in der Regel ein 8000stel, das ist nochmal eine ganze Blende mehr. Das reicht meistens so plus minus für 1,4. Nicht in der Mittagssonne, aber zumindest morgens und abends. Das ist ein bisschen als Einschränkung. Eventuell mal, wenn du da auf diese Probleme stößt, dann halt mal über einen Graufilter nachdenken. So, also Schärfe habe ich gezeigt, Bokeh habe ich gezeigt. Ich glaube, ich habe alles gezeigt, wenn ich nichts vergessen habe hier. Und mal schnell. Würde ich selbst mir die kaufen, wenn ich die Kamera hätte, wenn das meine Hauptkamera wäre. Und tatsächlich, also man staunt, was man damit machen kann mit der Kamera. Für jetzt Preis-Leistung und so weiter. Und dafür, dass sie schon ein paar Jahre alt ist und dass es den Nikon Autofokus hat, der aber besser geworden ist. Das ist aber nicht auf Sony-Niveau. Ne? Haben wir oft genug thematisiert. Also würde ich mir die kaufen? Ja. Das 16er nicht, weil ich es nicht auf 24 fotografiere, ich persönlich. Aber das 30er und das 56er würde ich kaufen. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Und nicht vergessen, wenn du bei Fotohammer, wenn du Objektive kaufst bei Fotohammer mit dem Code Wiesner-Vorteil, bekommst du für Sachen über 500 Euro einen Spezialpreis. Also nicht bei ganz günstigen Sachen, aber ab 500 Euro haben wir den Deal, dass sie dir einen Spezialpreis machen und nochmal 1, 2, 3% kriegst. Ich allerdings kriege auch noch ein paar Euro ab, aber das ist trotzdem für dich billiger hoffentlich. Also eine Anfrage machen und vielleicht einen guten Preis kriegen. In diesem Sinne, bleib gesund, viel Spaß mit deiner Fotografie und wir sehen uns dann im Nikon Z8 Video hoffentlich demnächst irgendwann. Ich weiß nicht wann. Tschüss.